Mal gucken, wenn es soweit ist. Darum mache ich mir dann Gedanken. Eigentlich müsste ich wirklich den Holzfäller auch verschieben. Ich finde es toll, wie Nahrung eingelagert wird. Sogar unser Fischer lagert schon ein. Du kannst trainiert werden. Aber hier sind halt auch viel Pilze. Ich kann leider noch keinen Tempel bauen, um zu gucken, wo ich den hinstelle am besten. Nee, ich glaube, ich werde Holz und Pilze nach hier unten verlegen müssen. Also war das mit der Möbelwerkstatt schon mal Zeitverschwendung. Wenigstens kriegen wir Stein und den Stein und das Weizen wieder raus. Also kommt hier ein Holzfällerzelt. Und die Möbelwerkstatt hin. Ein Zweifamilienhaus. Und unser Pilzsammler. Ja. So, dann kümmern wir uns jetzt um die Belegschaft für die Brauerei. Die Brauerei hat es ja nicht weit zum Hauptlager, also es ist gerade egal, ob ich Öl produziere oder nicht. Der Bierbrauer kann jederzeit am Hauptlager beten. Ist wirklich halt die Frage, ob sie von hier oben an der Möbelwerkstatt ihre Möbel findet. Gehe einfach davon aus, dass die Pilze hier reichen werden. Ich hoffe es einfach mal großzügig.
Ja, wenn die Hürde genommen ist, geht's an die Waffenproduktion. So, unser erster Junge ist da für die Bierproduktion. Du suchst Holz. Du lagerst schon Steine ein. Das ist auch gut. Also ja, sie holt Geschirr. Also denke ich mal, die Möbelwerkstatt dürfte auch nicht so das Problem für sie sein. Weil ich gebe Zeit vor der Möbelwerkstatt einen Wegweiser. Hier einen Wegweiser. Hier bei der Mühle einen Wegweiser. Müssen wir eh alles planen dann. Aber ja, Nahrungsprobleme gibt es definitiv nicht mehr. Wenn ich mir die Nahrung angucke, die schießt in die Höhe. Also ja, jetzt fällt sie gerade wieder ein bisschen, weil wir ja Nahrung für die Kinder verbrauchen. So, wir können schon mal unseren Holzfäller verlegen. Können ihn auch schon mal hier einziehen lassen. Sie hat es zum Glück nicht weit zum Bäcker. Wenn sie mal kochen würde und nicht sich immer nur am Kopf kratzen würde. Ja, sie hat es auch nicht weit zum Fischer. Er findet kein Holz. Das ist jetzt gerade ein bisschen problematisch. Ja, wir haben dann bald keine andere Wahl. Ich muss dann einen meiner nächsten neuen Erwachsenen. Oder ich mache gerade mal Sven zum Kundschafter. Ja, wie? So.
Lass ihn hier den ersten Wegweiser hinsetzen. Oben bei der Schule den zweiten. Beim Haupthaus den dritten. Und ich würde sagen, bei der Mühle noch einen vierten. So, unser Holzfäller macht sich an die Arbeit. Und ja, wie gesagt, es ist mir egal, ob er hier die Obstbäume wegfällt oder ob wir nachher die Obstbäume wegfällen. Nahrung ist absolut kein Problem mit den drei Erzeugern. So. Und den letzten, wie gesagt, nahe der Mühle. Also ja, das sieht aus wie das Gesamteinzugsgebiet meiner Wegweiser. Ja, schon irgendwie. Du solltest mir doch da einen Wegweiser bauen. Ja, hier in dem Waldstreifen gibt es definitiv genug Pilze. Hoffe ich mal. Wenn wir dann einen Tempel haben, ist es eh egal. Dann laufen sie halt zum Tempel. Den werde ich auch hier ein bisschen näher bauen. Wenn sie halt zum Tempel oder zum Haupthaus laufen müssen irgendwann, wenn wir kein Öl mehr haben. Du bist Nummer 2, du löscht mal Nummer 4. Jetzt bitte wieder Bauarbeiter sein, Sven. Und er holt Holz. Um da unten Gebäude bauen zu können. Yay. Er nimmt sogar netterweise den Stamm hier. Jo, ich würde mal sagen, ich speichere hier. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.